Ich kann auf den jeweiligen Einzelfall nicht mehr eingehen. Es ist zu viel. Wir werden jeden Tag überhäuft mit Meldungen, wo Menschen mit Migrationshintergrund, die in unseren Breiten nichts verloren haben, ihre Dankbarkeit für ihre Aufnahme so zum Ausdruck bringen, dass sie unschuldige andere Bürgerinnen und Bürger verletzen, in ihrer sexuellen Integrität verletzen oder sie schlussendlich töten. Heute, vor 3 Jahren, exakt am 26. Juni, wurde in Wien das 13-jährige Mädchen Leonie gefunden, abgelegt wie ein Müllsack am Straßenrand. Sie wurde betäubt, vergewaltigt, getötet. Und wenn ich diese Dramatik dieses Todes vergleiche mit der Dramatik der vergangenen 5 Tage, sexuelle Übergriffe, Freibäder, Waldviertel, schwere Verletzung eines 16-Jährigen durch einen Asylwerber mit einem Gürtel, mit einer Gürtelschnalle, die im Kopf stecken geblieben ist. Brutale Schlägereien in Bischofshofen, Salzburg. Dann möchte ich sagen, wo sind denn die Rüttelschwüre, die vor 3 Jahren in diesem Juni von allen Parteien hoch und heilig dem Volk verkündet wurden, dass Leonie das letzte Opfer sein wird, einer langen Serie von Opfern, die für uns als Rechtsstaat und als Gesellschaft unerträglich sind. Es ist in Wahrheit der Super-GAU, der nun sichtbar wird, wo wir jeden Tag damit beschäftigt werden, dass die Migrationspolitik der letzten 9 Jahre eindrucksvoll zulasten der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gescheitert ist. Es sind wirklich Horrortage, muss man sagen. Also eine Schreckensmeldung jagt jetzt die nächste. Du hast es schon angesprochen, der Gürtelschläger von Horn, die Zehnergang vom Salzburger Bahnhof Bischofshofen und jetzt eben auch gestern Nacht, da wurde ein Syrer im Mirabellgarten in Salzburg niedergestochen. Da läuft jetzt noch die Fahndung nach dem Täter. Bei den Tätern handelt es sich meist um junge Männer mit Migrationshintergrund, aber auch bei den Opfern sind einige Männer mit Migrationshintergrund mit dabei. Woher kommt jetzt diese Gewaltexplosion jetzt ausgerechnet an einigen Tagen hintereinander? Woher sie kommt? Aus Kabul, vom Hindukusch, aus Damaskus, angelernt dort über Jahre und Jahrzehnte, bereits durch die Eltern, aus einer Gesellschaft, die Menschlichkeit größtenteils nicht kennt, aus einer Gesellschaft, in der Menschenleben nichts gilt, aus einer Gesellschaft, die mittelalterlich agiert, wo das Faustrecht darüber bestimmt und der Stärkere am Ende gewinnt. Also, woher es kommt, ja? 6.000, 7.000 Kilometer von Wien entfernt. Die Frage ist eher, warum explodiert es hier und nicht dort, wo es uns nichts angeht? Ich habe ja kein Problem damit, wenn man sich im Nahen Osten gerne den Schädel einschlägt. Feel free. Jeder, wie er will. Ja? Jeder nach seiner Fasson. Ich habe nur geglaubt, dass wir in Österreich, in Europa, in diesem sogenannten Europa der Werte, der Sicherheit, der Meinungsfreiheit, der Freiheit, des friedlichen Zusammenlebens, im Jahr 2024 leben, im 21. Jahrhundert, wo man nicht mit dem Morgenstern, also mit dem Gürtel oder mit einer Machete seine Probleme regelt. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass wir uns jeden Tag um 10 Jahre zurück in der menschlichen Evolution bewegen. Irgendwann werden wir wie die Neandertaler in 2 Jahren mit Keulen aufeinander losgehen, wenn es so weitergeht. Aber das passiert dann, wenn man asoziale Menschen, nicht alle, aber viele, aus Entwicklungsländern, die im Übrigen alle in einem gewissen Kriegszustand stehen oder Terrorstaaten sind oder Diktaturen sind, glaubt, bei uns sozialisieren zu können. Es funktioniert nur leider nicht. Ja? Noch einmal, mich erinnert ja die gesamte Szenerie nur mehr an den Film Einer flog übers Kuckucksnest. Also wir fliegen gerade übers Kuckucksnest, würde ich sagen. Da sich die Fälle jetzt so häufen in den vergangenen Tagen, rechnest du mit einer Reaktion der Politik? Ja, es wird schon der Kanzler irgendeine nette Aussendung machen oder der Innenminister, so wie damals bei der Leonie. Also, wie Leonie gestorben ist, hat ja der Kanzler gesagt, er wird die Asylgesetze verschärfen, es wird keinen Abschiebestopp geben. Und all das, was der heutige Kanzler und damalige Innenminister Karl Nehammer gesagt hat, war in Wahrheit die Unwahrheit. Die Lüge setzt den Vorsatz voraus, deswegen bin ich vorsichtig. Ich weiß ja nicht, ob er vorsätzlich uns die Unwahrheit gesagt hat oder ob er tatsächlich gelogen hat. Aber in Wahrheit hat er die letzten 3 Jahre alles dazu getan, dass sich der Fall Leonie jeden Tag wiederholt. Ich bin mit den Eltern von Leonie, vor allem mit der Mutter, noch immer in Kontakt, wie ich auch mit den Eltern von Anne-Marie in Kontakt bin in Ulm.
die in Ulm zu Tode gekommen ist. Ich kenne also die familiären Schicksale, die dahinter stecken. Für uns sind sie ja teilweise Namen, sie sind Fotos, sie sind Schlagzeilen. Dass dort Menschen verloren gehen, dass ein 13-jähriges Mädchen heute 16 gewesen wäre, ihren Mopedführerschein gemacht hätte, vielleicht studiert hätte oder gearbeitet hätte, das vergisst man ja im Zeitalter der vielen Schlagzeilen. Da stecken menschliche Schicksale dahinter. Und die Frage ist nur, sind die menschlichen Schicksale es wert, dass wir auf der anderen Seite einer romantischen Ideologie nach der Einheit der gesamten Welt anhängern und wir uns in Österreich, in Europa, in Deutschland als Armenhaus, als Schulungszentrum der Welt für renitente und aggressive Personen verstehen? Das ist die entscheidende Frage. Das ist immer eine Frage des Werts. Ist der Blutzoll es wert? Vor 3 Wochen haben wir ein Interview geführt über Ruben in Mannheim. Der liegt seit 3 Wochen unter der Erde. Ein junger Bursch, 28 Jahre, ein Polizist. Die deutsche Gesellschaft oder die Politik viel eher, die Gesellschaft nicht, hat seinen Namen vergessen. Die Rüttli-Schwüre sind auch vergessen. Vor 3 Tagen kam Philippos in Deutschland ums Leben, 20-Jähriger, nach seiner Abi-Feier, ja, zu Tode geprügelt. Ist das der Wert, ist das der Blutzoll dafür, dass Sozialisten, Linke, Grüne und Scheinheuchler und Scheinkonservative wie die ÖVP ihren Traum von Multikulti träumen können? Man muss es mir nur sagen, was der Preis ist. Wie viel sollen wir noch zahlen? Wie viel Hektoliter Blut muss noch fließen? Wie viele Menschen müssen noch sterben, dass irgendwer in dem Land glücklich wird? Ich kann es ja nur immer so beziffern.